Hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Dragos News Folge. Heute bei Path of Exile. Da kommt ja bald ein Add-on raus und dann werde ich nochmal natürlich wieder sehr gut Let's Playen und alles durchnehmen. Also alles zeigen. Ich muss hier kurz. Ich weiß jetzt nicht, an was das liegt. Ein Screenshake. Ich habe hier gerade einen Grafikfehler, wie ihr nicht seht, hier in der Mitte. Aber okay. Ja, also das Erste, ich bekomme immer diese Nachrichten von Leuten, die die Kommentare nicht gut durchlesen. Bei dem Video und in den Kommentaren gibt es eigentlich das Wichtigste vom Video nochmals zum Sehen. Und was hat denn der für einen Helm? Der sieht richtig geil aus, so ein Hirschkopf. Unten in den Kommentaren, also unten in den Videobeschreibungen, habt ihr eigentlich das Wichtigste schon mal da. Und eben, dass zum Beispiel ich nicht Admin war auf dem Starpuck Server, das haben viele nicht gecheckt, deshalb lest bitte die Videobeschreibungen, da steht das meiste. So, und der neue Server ist ja echt schon gut gewachsen, Dankeschön für alle, die mithelfen, mit auf dem Server sind, aktiv sind, auch Architekten und Admins und so, vielen, vielen lieben Dank. Wir geben unser Bestes, wir machen immer wieder neue Sachen, damit es euch nicht langweilig wird und jo. Wir werden natürlich jetzt dann bald die Space-Welt aufmachen, die RVR-Welt. Da suchen wir noch ein paar Architekten, also wenn ihr gut baut, dann kommt ihr natürlich, könnt ihr da natürlich dort auch bauen. Und wenn sie dann offen ist, dann wird es sowieso richtig spannend werden. Da mache ich natürlich auch mit, vielleicht auch sogar ein Let's Play davon. Und die offene PvP-Welt, wo ihr eigene Survival, also wie auf einer eigenen Map seid, mit eigenem Inventar und so, und euch gegen andere Spiele verteidigen müsst und so, könnt Clans machen dort drin oder andere Sachen. Und ja, müssen wir nur schauen wegen den Kisten oder so, dass die nicht sicherbar sind, dass die auch ausraubbar sind. Da müsst ihr halt Verstecke suchen oder sonst irgendwas. Jo. So, zu den Let's Plays. Also auf dem Kanal, auf meinem Kanal, YouTube-Kanal, geht schon auch schon viel ab. Also es werden immer mehr Likes. Das finde ich sehr, sehr toll. Also alle Leute, die Likes geben, danke, danke, danke schön. Und ja, für die vielen Aufrufe auch. Für die vielen Kommentare. Sehr, sehr, sehr schön. Toll, dass es jetzt nach oben geht. Also die Aufrufe sind fast verdoppelt worden. Das ist wunderbar. Und die Abonnenten, jetzt sind wir auf 343, glaube ich, oder so. Also schon recht hoch für ja, einen halt, der noch nicht so profihaft ist. Aber dank eurer Hilfe, also wenn ihr mir auch Tipps gebt und so, dann kann ich sehr hoch kommen. Also ich bin ja einer, der ohne Videos auskommt. Ich verdiene überhaupt nichts von YouTube und so. Aber mache euch ja sehr viel Freiheit, lasse euch sehr viel Freiheiten und so weiter. Das finde ich richtig toll. Also Daumen nach oben von mir, für euch und auch für die anderen, die einfach nur zuschauen oder so. Finde ich auch toll, dass ihr überhaupt zuschaut und ja, vielleicht können wir uns anfreunden und so weiter. Also ich bin sehr offen damit. So, dann kündige ich an. Zuerst einmal hier Path of Exile. Pre-Beta, also Beta bin ich nicht, aber hier Pre-Spielen 1.31 und danach eben, wenn ich dann in der Beta bin oder wenn ich dann, also wenn dann das neue Add-on, The Awakening rauskommt, das dann. Und ja, wenn ihr Spielfragen habt oder einfach irgendwas von mir, Dinge, also Vorschläge habt oder so, wie ich mein Let's Play besser machen soll oder so, dürft ihr die gerne posten unten in die Kommentare. Und das finde ich auch toll, dass es auch genutzt wird. Jo, dann kommt ein Spiel. Muss ich jetzt gerade kurz denken, warte. Warte bitte. Ein Spiel kommt noch, vor allem als Let's Play. Ich weiß jetzt nicht genau welches, was ich noch wollte. Und die anderen gehen natürlich weiter. Ja.
Creativerse geht es vielleicht dann auch bald weiter, also beginnt von neuem, weil neue Maps rausgekommen und so. Und jo. Das wär's eigentlich. Ja. Also, vielen Dank fürs Schauen. Das nächste Dragos News kommt dann nächste Woche wieder oder so. Auch wieder mit einem anderen Game. Ich werde abwechseln. Und ja. Also. Ich sag Dankeschön und tschüss.